Guten Morgen an diesem Mittwoch und ich grüße euch zum Wetter. Es wird nun langsam aber sicher deutlich ungemütlicher. Dieses Plörre-Wetter, was ja gestern Einzug gehalten hat und auch heute über Tag bestehen bleibt, dieses sehr trübe und teils auch mit Nieselregen versetzte Wetter, das wird nun getauscht. Es kommt ab heute Abend deutlich mehr Wind ins ganze Geschehen. Wir haben eine Vorwarnung vor Sturm und auch Orkanregen. Gewitter wird ebenfalls ein Thema sein, morgen am Donnerstag beispielsweise. Und wir gucken uns noch einmal an, was ist denn eigentlich los in der Wetterküche? Was kommt denn da exakt auf uns zu? Wir haben es mit einem sehr ausgeprägten Tiefdrucksystem zu tun und das liegt genau zwischen Island und Großbritannien, nämlich dort. Zum anderen haben wir über dem Osten ein Hoch und ein weiteres Hoch lungert auf dem Atlantik. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie groß ist denn der jeweilige Luftdruck in den jeweiligen Systemen? So haben wir es mit 958 Hektopascal in dem Tief zu tun. Jeweils 1030 Hektopascal sind es in den Hochs. Und das macht eine Differenz von 72 Hektopascal eben zwischen den Hochs und dem Tief. Zum anderen haben wir sehr viel Höhenkaltluft eben. In 5,5 Kilometer beträgt die Temperatur minus 35 Grad Celsius. Und in 1500 Metern Höhe liegt die Temperatur bei minus 5 Grad. Das heißt, wir haben 30 Grad Temperaturdifferenz in der Vertikalen. Und das ist dann eben auch wirklich der Treiber für die Gewitter, die dann morgen Nachmittag folgen werden. Aber gehen wir nochmal eine Etage rauf. In 10 Kilometer Höhe, da haben wir diesen Jetstream. Das Starkwindband mit locker 250 Klamotten fegt es eben durch die Atmosphäre. Und das sind eben Parameter und das sind eben auch gewisse Basen, die zusammenkommen und dann eben auch am Boden für dementsprechende Windgeschwindigkeiten sorgen können mit Durchzug dieser Kaltfront. Man sieht das auch eben an den Isobaren. Der Wind kommt dann von Westen angefegt, die Höhenkaltluft liegt über uns und da ist dann morgen einiges im Busch. Heute Vormittag erst einmal noch weiterhin recht trüb, grau, bisschen Schneeregen oder auch Schneericht. Gibt es Richtung Harz? Ansonsten ist es relativ einheitsgräulich und vielleicht hier und da auch mal noch ein bisschen Nieselregen mit dabei. Zum Nachmittag und vor allem dann am Abend nähert sich dieses Tief von Westen langsam aber sicher. Es beginnt zu regnen von den ostfriesischen Inseln rüber bis zum Niederrhein und dann zum Abend später auch weitet sich das Ganze weiter bis zur Mitte Niedersachsens und auch ins mittlere NRW aus. Und dabei legt dann auch der noch zuvor ruhige Wind im Osten im Westen schon langsam aber sicher zu. Die ersten stürmischen Böen gibt es dann eben schon am Abend. Die Temperaturen tagsüber dann mit dem Südwind relativ mild. 10 Grad gibt es im Emsland, ebenso am Niederrhein und auch im Ruhrgebiet und Rheinland. Sonst liegen wir meist bei 6 bis 9 Grad. Und dann in der kommenden Nacht. Es ist überall ziemlich nass. Mal gibt es ein paar Regenpausen dazwischen, aber sonst fällt verbreitet eben mit Durchzug dieser Front einiges an Regen. Es kann örtlich mal richtig runterplanen. Die Temperaturen dementsprechend mild unter den Wolken, 6 bis 8 Grad als Tiefstwert, lediglich auf den Bergen ist es da etwas angenehmer. Und der Wind kommt langsam auch in Sturmstärke daher, vor allem von Ostfriesland übers Emsland und auch Richtung Niederrhein sind die ersten Sturmböen dann in der Nacht auf Donnerstag schon dabei, ebenso im Harz. Und diese Front, die da durchzieht, die liegt dann am Donnerstagvormittag schon breit über Deutschland. Gegen ja, 10 Uhr ungefähr wird sie dort liegen und dahinter bröckelt es. Das sind so Schauerfragmente, die dann eben ab dem Mittag von Westen und Nordwesten reinziehen. Und eben hinter der Front wird auch dann der stärkste Wind erwartet, eben auch in diesen einzelnen Schauern. Da sind dann teilweise Graupelschauer mit dabei, auch mal Hagel, auch mal Gewitter und eben auch teils ergiebiger Starkregen. Und diese Niederschläge können dann auch wirklich diese hohen Windgeschwindigkeiten von oben runtermischen nach unten. Und dann gibt es eben diesen vertikalen Impulstransport und dann haben wir eben auch sehr kräftige Böen eben am Boden mit dabei.
Wind ist das Thema, Gewitter ist das Thema und natürlich grundsätzlich halt die Unwettergefahr dann am Donnerstagmittag und auch am Nachmittag. Davor sieht es relativ nochmal nett aus. Wenn die Front dann im Osten liegt, vormittags dahinter lockert es auf. Es kommt dann aber eben diese Schauer reingezogen. Gewitter, wie gerade schon gesagt, Graupelschauer und so weiter sind mit dabei. Dazu auch mal bis zu 50 Liter auf den Quadratmeter Regen, der da fallen kann. Temperaturen am Donnerstag dann vor dieser Front nochmal bei 10 bis 12. Dahinter kühlt es rasch runter auf 6 bis 8 Grad und die Windgeschwindigkeiten dann eben auch ab dem Mittag ungefähr bis zum Nachmittag liegen im Nordwesten bei 100 bis 110 Kilometern pro Stunde. Richtung Niederrhein und Ruhr sind es auch locker 90 bis 100 Kilometer pro Stunde. Etwas weniger gibt es dann von der Eifel rüber Richtung Taunus 75 bis 90 Kilometer pro Stunde und die 150, die gibt es dann wohl auf den Brocken, wobei man da sagen muss, da ist das gefühlt nicht ganz so schlimm, das kennt man dort durchaus, dass eben obenrum wirklich sehr hohe Windgeschwindigkeiten sind. Aber diese Windgeschwindigkeiten können, wie gesagt, auch mit diesen kräftigen Schauern bis nach unten durchgemischt werden. Das heißt, wir gucken nochmal die 118 Kilometer pro Stunde, die wir brauchen, um Orkan zu erfüllen, haben wir zumindest dann wohl auf dem Brocken erreicht. Ansonsten liegen wir verbreitet im Bereich der orkanartigen Böen und eben auch der schweren Sturmböen. Es können Äste abbrechen, Bäume entwurzelt werden. Geht einfach am besten nicht in den Wald oder irgendwo hin, wo euch was auf den Kopf fallen kann. Es ist ohnehin wirklich ungemütlich draußen und das macht auch gar keinen Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. In der Nacht auf Freitag bleibt es natürlich windig. Dazu gibt es weiterhin Gewitter, teils auch schauerartigen, verstärkten Regen. Erst am Freitag selber wird das Ganze nach und nach etwas nachlassen. Es gibt immer noch Schauer, die Gewitter gehen allerdings zurück und auch der Wind geht deutlich zurück. 50 bis 70er Böen sind noch mit dabei, es ist also deutlich reduziert. Die Höchstwerte liegen dann bei 8 bis 10 Grad. Am kommenden Samstag, da kommt dann wieder eine Front reingezogen. Es kann dann also auch wieder Sturmböen geben, diesmal allerdings vor allem in Nordrhein-Westfalen, sprich vom Ruhrgebiet runter Richtung Eifel. Da sind dann also auch nochmal 70 bis 80 Kilometer pro Stunde möglich, die dann zum Abend hin langsam wieder abklingen. Und auch am Sonntag ist es noch ziemlich windig, vor allem in den Schauern. Teils als Regen, teils auch mal als Schneeregen, vor allem vom Harz rüber bis zur Eifel obenrum kann es auch mal Schneeregen sein. Da sind auch noch mal einzelne Sturmböen möglich. Insgesamt geht der Wind dann am Sonntag aber deutlich zurück. Die Temperaturen jeweils bis maximal 10 Grad. In den Nächten gibt es obenrum, wo es aufklart, auch mal fast wieder leichten Frost. Ich danke fürs Zuschauen. Wir melden uns dann morgen aus dem Sturm wieder und macht euch einen schönen Tag.